Hallo und herzlich willkommen! Ich bin euer Head Benjamin und ihr seid bei einem brandneuen Display-Projekt von mir! Einem SNES-Klassiker, den ich früher gerne gezockt habe. Und er heißt... Go Go Power Rangers! Genau! Ja, bescheuertste Intro ever. Aber geile Musik hier. Was gibt's denn in den Optionen? Richtig geil. Passwort auch noch. Da von Spieleinstellung noch groß geschrieben. Richtig geiler Theme-Song. Sogar mit Sprachausgabe. Egal. Genug jetzt hier rumgekaspert. Wir gucken uns jetzt an, was hier los ist. Die Ur-Power Rangers sind das noch. Genau, das ist die blöde Hexe. Beste Musik. Ja. Da setzt er erstmal die Stadt in Flammen. Genau, wir haben hier Trini, Billy, Jason, Kimberly und Zack. Ja, ich denke mal, wir fangen mal bei Trini an. Ich denke mal, ich werde sowieso oft sterben, weil ich das Spiel schon ewig nicht mehr gezockt habe. Ich glaube, es war auch nicht ganz so einfach. Es ist, ich würde sagen, ein Mittelklasse-Spiel. Es ist jetzt nicht so gut, aber auch nicht so schlecht. Bisschen jetzt Beat'em-Up-Style. Ich glaube, wir können auch später noch hier Megazord-Kämpfe oder wie das Ding hieß. Ich habe keine Ahnung mehr. So, die Moves sind jetzt nicht allzu vielseitig. Hier ducken können wir uns, Springschlag machen, bisschen werfen. Das war's dann auch schon. Irgendwie, oh, ui. Kleine Fee. Ah, da gibt er uns direkt das Messer hier. Was soll denn das? Der geht aber sofort nach einmal kaputt. Da, Go Go Power Rangers aus dem Weg. Wie gesagt, wir können die Gegner auch schmeißen. Das ist sehr, sehr sinnvoll. Besonders, weil wir somit einen Haufen Gegner stunnen können, erstmal. Falls irgendwie der Bildschirm überladen ist von Gegnern, das ist natürlich so. So, jetzt gibt's ja erstmal die Packung. Genau, Handkantenschlag hier. Die haut mit der flachen Hand zu. Wie ihr sehen könnt, man schmeißt die einfach auf die anderen und die werden zurückgeworfen. Und kloppt dann einfach drauf. Wie gesagt, ist jetzt so anspruchsvoll. Aber ich dachte mir mal, komm, das hast du früher mal gerne gezockt, da warst du ein kleiner Stöpsel. Sieh zu jetzt hier. So, erstmal mitten in die Klöten. Das ist gesehen, ey. Das ist ja richtig frech. Genau. Aber auch irgendwie komisch, dass der gelbe Ranger von der Asiatin gespielt wird und der schwarze Ranger von dem Schwarzen. Naja, früher war das halt noch nicht so alles so verklemmt hier. Political Correctness, bla bla bla. Ach, die machen sich alle selber fertig zum Krempeln. So, da packen wir uns den hier. Genau, klatsch, klatsch, klatsch. Falsche Richtung. Egal, ducken wir uns hier richtig gut. Ich glaube, in der zweiten Hälfte jeder Stage können wir uns auch in den Ranger verwandeln. Dort kommt dann auch die Waffe zum Einsatz. Und auch eine Spezialattacke. Oder so eine Bombe oder irgendwas war das. Irgendwie komisch. Und ganz zum Schluss kommen wir dann halt so als Megazord-Kämpfer oder wie das hieß. Ich weiß es nicht mehr. War schön, wie die auch hier in so Fleischbälle Brocken zerplatzen. Und ich stelle richtig Splatter hier. Genau, klatsch. Und ich glaube, es ist jetzt auch gleich schon soweit. Genau, wegschmeißen. Klatsch. Und noch einmal. Genau, den vollen Move mal hier machen. Einfach nur ins Knien, Magen und weg. Ich glaube, jetzt können wir uns auch schon verwandeln. Genau, Säbelzahntiger. Genau, und da sehen wir auch schon den Boss dieser Stage. Oh, diese Versprecher manchmal, es ist so dumm. Welche Wörter durcheinander geschmissen. So, jetzt muss ich mal eben gucken. Uah, da kommen sie direkt hier. Uah, aus dem Weg hier. Komm. Na, nicht in die Enge treiben lassen. Aus dem Weg. So, müssen wir gleich mal ein bisschen die Moves gucken. So, was machst du? Irgendein Knopf war Bombe. Das werden wir jetzt allerdings nicht tun. Ich denke mal, die sollten wir uns für den Bosskampf aufbewahren. Obwohl, die ersten Stages gehen eigentlich noch. Mal eben gucken. Irgendwas Besonderes. Irgendwelche besonderen Moves konnte man auch machen. Zum Beispiel auch auf den Gegner draufspringen und wieder zurück, genau. Das ist zwar irgendwie so alles ganz komisch. Bupp, und doch weg. Hucha. Was sind für Dinger? Man konnte einen auch packen und so ein paar Schläge in die Magengrube hauen, aber ich weiß nicht mal, wie das funktioniert. Ja, so. Muss man so ganz komisch drücken. War auch nicht schlecht. So ein paar Variationen gibt es ja. Aber auch nicht so viele. Und man kann, glaube ich, so ein paar Sachen in der Umgebung zerstören. Wir gucken gleich mal eben, was der Move hier ist. Okay, der macht dann nur so. Sie macht dann nur so. Oh, Packbank!
Was ist das? Ist das die Bombe? Aber wir benutzen es mal. Genau, da muss man den Knopf drücken. Säbelzahntiger Power. Ich hoffe es mal, es war die Bombe. Komm, jetzt verarsch mich nicht, ja? Genau, sehr schön. Man konnte die anscheinend doch nur einmal benutzen. Na, ist ja egal. Genau, zack, und man konnte die, glaube ich, weit schmeißen. Aber da ist man natürlich wieder... Ja, im Schussfeld der Gegner. Wenn man die hochwirft, kann der andere Gegner einen dann schon mit dem Messer malträtieren. Ich mag hier! Randale! No. Zack! Genau, so war hier richtig... Ja, die sind ein bisschen blöd hier, die Gegner. Geht schon nach einem Schlag kaputt hier. So richtige Lappen, richtige Lappen. Aber das erste Level geht eigentlich noch. Bisschen mit den Mechaniken, mit der Steuerung klarkommen. Und nachher wird es aber richtig übel. Kann mich auch noch dran erinnern. Aber ich würde es jetzt auch nicht als zu schwer einstufen. Kommt halt drauf an, wie man sich anstellt. Das ist ja auch nochmal so eine Bedingung bei mir. Manchmal komme ich richtig gut durch und manchmal... Nein. So, wir kommen jetzt schon weit aus dem Weg jetzt hier. Roms hier. Komm, den schmeißen wir direkt da in die Ecke. Klatsch. Und man kann sogar so das Auto kaputt kloppen. Weiß nicht, was man dafür kriegt. Gar nichts. Nur Feuerwerk. Ah, Energie. Sehr schön. Wir können, was ist das denn? Wir sind Power Rangers und können einfach hier irgendwelche geparkten Fahrzeuge kaputt kloppen. Können wir. Müssen wir aber nicht. Es liegt dann wieder am Spieler. Aber das ist nicht so wie bei neuen Spielen, wo man dann vielleicht ein gut-böse Ranking bekommt. Das wäre schon ziemlich cool gewesen, wenn man hier einfach irgendwelche Sachen kaputt kloppt. Komm hier, weg damit. Keine Abwrackprämie, zack. Ne, für die mache ich das jetzt nicht. Oder ich weiß auch nicht, ob die Gegner die Fässer hochnehmen können. Ich will es aber auch nicht ausprobieren. Ja, für euch hätte ich es mal in die andere Richtung geworfen. Da standen nämlich zwei. Und zack, genau, weg. Und hopp. Richtig geiler Move. Einmal angreifen und wieder weg. Muss man, glaube ich, präzise drücken, wenn man gerade vom Gegner ist und dann wieder zudrücken. Oh, ich glaube, wir kommen schon zum Gegner. Richtig geile Musik, ey. Ja, mein Pfeifen ist so gut. Was? Ey. Ja, der kriegt jetzt erstmal einen Ruf. Ich glaube auch, deswegen fand ich das Spiel früher so richtig genial. Wegen der Mucke. Ah, jetzt ducke ich mich, da macht er einen Schweif. Ich will jetzt aber nicht hier bei dem Gegner schon abkacken, das wird peinlich. Komm, direkt ruf, damit wir seine Angriffe abbrechen können. Was macht er? Nix. Wir können auch gleich mal die Bombe aktivieren. Aber ich will ihn erstmal hier so ein bisschen Schaden zufügen. Schnell hinterher, wenn er wegspringt. Boah, da habe ich es mal richtig hier gemacht. Voll die falsche Richtung. Jetzt gibt's auf den Deckel. Was macht er denn jetzt? Okay. Wir machen mal die Bombe. Komm. Genau. Hau das Ding weg. Lebt er immer noch, oder was? Okay. Ja, das macht mir jetzt keine Angst hier. Ah, ich glaube, wir konnten auch von der Wand springen. Ja! Richtig gut. Richtig gut. Also das Spiel macht schon ein paar Sachen richtig. Aber jetzt so der Überhammer ist das Game halt jetzt auch nicht. Vielleicht kennt das ja der eine oder andere von euch. Hey! Ist gar nicht mitgerechnet. Kriegt er erstmal hier den Schuh von Latz. Oh! Der trifft überhaupt nicht. Ja, das hätten sie auch schenken können hier. Das dauert nur unnötig lange. Und ich treffe noch nicht mal. Das ist die größte Schmach hier. Oh, hier am Kopf. Jetzt wäre die Bombe eigentlich gut gewesen. Hätte ich mir das hier mal sparen können. Genau, klatsch. Da war es, glaube ich, schon mit ihm. Wir haben es geschafft, Leute. Yay. Und wir haben hier sogar ein Passwort. Ja, könnte ich mir auch mal ein bisschen aufschreiben hier. 3, 8. Denk mal nicht, dass ich das an einem Stück durchzocken werde.